Herzlich willkommen bei Wissen für alle. Heute geht es um das Turbo-Dinkelvollkornbrot mit Körnern. Ganz ohne Ruhezeit. Einfach fertig anrühren und ab in den Ofen, ohne vorzuheizen. Wir benötigen dafür eine Küchenwaage, eine Brotform, 200 Gramm Körner nach Wahl. Also hier haben wir jetzt Kürbis, Sonnenblumen, Leinsamen, Chiasamen und Flohsamen drin. Dann benötigen wir noch 500 Gramm Dinkelmehl, ein Teelöffel Salz, 500 Milliliter lauwarmes Wasser, einmal frische Hefe und zu guter Letzt zum haltbar machen gibt es Essig, 4 Esslöffel Essig dazu oder es geht auch Zitronensaft. Wir nehmen aber hier immer sonst Essig. Ja, dann können wir einfach mal loslegen. Also zuerst kommen alle trockenen Zutaten. Hier habe ich schon mal alles abgewogen. Das Dinkelmehl, 500 Gramm wie gesagt. Alle trockenen Zutaten in den Behälter und kurz durchrühren. Sprich, die 200 Gramm Samen, die kommen hier dazu. Und ein Teelöffel Salz. Machen wir auch mal eben schnell. Zack. Dazu fällig. Das Rezept ist ganz easy. So, das haben wir jetzt. Und das können wir gleich durchrühren. Und jetzt machen wir erstmal die Hefe in das lauwarme Wasser rein. Ganz klein bröseln. Das machen wir mal jetzt so. Ich habe mir natürlich vorher schon die Hände gewaschen. Das versteht sich von selbst. So. Dann machen wir hier so ein ganz kleines Häppchen. Also das Essig, was wir dazu machen, zum haltbar machen. Dadurch hält sich das Brot mindestens eine Woche. Das ist noch nicht mal mit gekauftem Brot. Manchmal ist das schon früher schlecht. So. Jetzt sind wir fertig damit. Jetzt rühren wir das erstmal an. Auf kleiner Stufe. Geht ganz schnell. Das rühren wir jetzt eben halt einmal durch. Und geben das Wasser mit der Hefe dazu. Dass ein schöner Teig entsteht. Moment. Hier haben wir noch ein bisschen Hefe. Das kommt dann noch mit rein. Da waren wir jetzt ein bisschen zu schnell. Aber das macht nichts. Ordentlich durchkneten mit den Knethaken hier. Ist ganz easy. So ein bisschen Bewegung in die Schüssel hier bringen. Schön die Ränder mitnehmen, damit wir auch alles erwischen. So sieht das schon ganz gut aus. So, das sollte erstmal reichen.
So. Ach, jetzt habe ich die 4 Esslöffel vergessen, um das Ganze haltbar zu machen. Keine Sorge, da schmeckt dir nachher überhaupt nichts von. Ja, die Körner könnt ihr zusammenstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch ein komplett reines Sonnenblumenbrot davon herstellen oder einen Kürbiskern, wie auch immer. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das mögt. So. Hier habe ich meinen Abstreifer, den habe ich nämlich eben vergessen. So. Vorher einfetten die Form. Ihr könnt auch wahlweise das mit Backpapier auskleiden, wenn ihr wollt. Ich mache das immer mit Butter. So, und jetzt einfach hier rein in die Form, ist ganz einfach. Gleichmäßig verteilen. Das geht nachher noch schön auf das Brot durch die Hefe. Und dann mit 2 Personen habt ihr da locker eine Woche was von. Ihr könnt das dann auch, wenn ihr wollt, die Hälfte einfrieren, wenn ihr alleine seid zum Beispiel. Das ist kein Ding. So, den noch. Haben wir. Ja, und jetzt einfach mal hier ein bisschen glatt streichen. Und schon ist das Ofen fertig. Dann gehen wir mal jetzt zum Ofen. Bringe ich euch mal jetzt eben schnell hin. So, jetzt sind wir schon beim Ofen. 200 Grad einstellen. Ober-Unterhitze habe ich und die Form rein, Klappe zu, eine Stunde circa backen lassen. Jetzt sind wir bei 17 Uhr, ja, und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder und gucken mal, was draus geworden ist. So, die Stunde ist um. Einmal Backofen aus, mal Licht an und mal rausholen das Ganze. So sieht das dann fertig aus. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt können wir das einmal rausholen. Und abkühlen lassen. Und fertig ist das schon. So, dann gleich mal aufschneiden und dann mal gucken, wie das aussieht. So sieht das fertig aus. Eine Stunde abkühlen lassen. Jetzt einmal anschneiden. Schön kross oben. Ah, herrlich. So sieht das von innen aus. Ja. Solltet ihr Probleme beim Schneiden haben mit der Brotmaschine oder so, dann müsst ihr das richtig ganz abkühlen lassen. Ansonsten ist das jetzt schon fertig. Bereit zum Verzehr. Guten Appetit!